Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Gesundheit. Herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Fallout 76. Wie schon in der letzten Folge angedroht, werde ich heute auf Brandbestienjagd gehen. Muss noch kurz gucken. Ich muss noch ein bisschen was kochen. Habe ich genug? Oh, ich hier noch ein bisschen was brauchen. Gut, das können wir auf jeden Fall mitnehmen, aber eigentlich will ich dahin. Das müsste jetzt langen. Für so liegt dann totes Huhn, weiß keiner. So. So, Pflanzen, Karottensuppe 4 Stück, Maissuppe 4 Stück, Melone und die Mutabeere. Oder ich noch mehr zum Köcheln. Abgekochtes Wasser kann ich auch noch herstellen. Sehr gut. Also tue ich das abgekochte Wasser gleich mal eintüten. Essen, trinken, abgekochtes Wasser. Ah, das habe ich ja auch noch. Okay, ein bisschen was verkaufen muss ich eventuell auch noch. Aber Pelikan. Und hier noch. Haben wir. Ein bisschen haben wir. Ach komm, das nehmen wir jetzt gerade noch mit. Also, es geht ja darum, dass ich hier die Brandbestien-DNA abliefern muss. Wo war das? Nee. Das kann ich mal rausmachen. Wiederverwertung. Wo ist meine Quest? Schwanzwald. Da. Das hier. Und da ist ja eigentlich angegeben hier unten der Bereich, aber da will ich eigentlich nicht hin. Weil das ist ein. Nee, ich habe mir was anderes gedacht. Und zwar habe ich einen sicheren Spot, wo ich auch weiß, dass ich sie schon mal besiegt habe, hier beim Kürbishaus. Das ist der Plan. Das heißt, ich esse jetzt auch was entsprechend. Waffen, Kleidung, Essen da. Damit wir gebufft sind. Das ist das hier, das hier. Das freue ich nicht. Das. Das. Den Happen. Melone. Dörrfleisch. Mutterbär. Pelikan. Popcorn. Und den Rest verkaufe ich irgendwo. Ich muss eh näher ran. Wo ist denn da der nächste Punkt, wo sinnvoll wäre? Das wäre hier. Oder kann ich nicht, kann ich da schon verkaufen? Ich weiß es nicht. Nee, dann machen wir es anders. Ich gehe nach. Ich gehe nach Whitespring. Ich hole euch wieder dazu, wenn ich mich ins Kürbishaus beame. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine Brandbestie bekommen, ja? Nee, das will ich gar nicht. Menschenskinder. In dem Fall, bis gleich. So, aber wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch. Ich bin nur da, um zu helfen. Okay. Habe ich es jetzt? Nee, habe ich. Okay, also das allererste ist, wir müssen gucken, ob wir die Brandbestie irgendwie getriggert kriegen. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Das wäre das allererste Mal, dass ich hier oben wäre, ohne dass eine Brandbestie da ist. Ich glaube, das ist echt so, oder?
Nee, da ist er, okay. Okay, irgendwer schießt. Ja, das ist gar nicht blöd. Das heißt. Also, dann kann man schon mal sagen, hier ein Red X und ein Red Away rein. So, dann hauen wir uns mal ein Ding rein. Dann gehen wir hier drauf. Stimpack rein. Was natürlich genial ist, ist jetzt wirklich das. Schnell ein Stimpack rein. Nachladen. Wo ist er? Nur da drüben. Okay, da kommt noch mal was. Ah, sehr gut. Wo ist das Viech? Verdammt, ich noch eins. Okay, den hätten wir mal down. Aus dem Pick rein. Den muss ich mal ausschalten. Den muss ich auch ausschalten. Den auch. Wo ist das Viech? Da ist es. Und down. Okay, jetzt muss doch hier irgendwas rumrennen, was schießt. Oh, verdammt. Weg, 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 weg. So, dann gehen wir hier auf den Fusionskamm. Sehr gut. So. Also, Space DNS sammeln. Sehr gut. Wow. Das war ein Gefecht, oder? Das ist echt der Hammer. Also noch looten, also da liegt noch ein bisschen was rum. Okay, hier liegt auch eine Menge rum. Meine Fresse, ich habe noch ein Stimpack rein. Das war knusprig, aber es hat Laune gemacht.
Weil natürlich dadurch, dass jetzt hier die Gegner teilweise auf die Brandbestie geschossen haben, teilweise auf mich, das war gar nicht so schlimm, fand ich, weil das hat den ganz großen Vorteil gehabt, dass ich habe eigentlich nur dann Aggro gekriegt, wenn die Brandbestie zu weit weg war, als dass die Heinse da aktiv waren. So, das kann ich tatsächlich noch die Kürbisse sammeln, oder? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Wilder Mais. Ne, Wilder Mais will ich nicht. Ich will Kürbisse. Und zwar habe ich ja hier noch den hier kann ich noch sammeln. Den Kürbisse muss ich sammeln. Das kriege ich hoffentlich noch hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 7, 8, 9, 10. Sehr schön, dann kann ich das mal rüberbringen. Dann haben wir das auch erledigt. Coca-Cola-Flasche trinken. Aber es geht eigentlich, wenn es jetzt keine legendäre ist oder sowas, Brandbestie, dann sieht es natürlich anders aus. Dann hat sie mehr Hitpoints und macht mehr Schaden. Aber die reguläre, ja, geht. Komm, dann machen wir hier noch ein schönen Snapshot mit ihr. Oh ja, hier so. MT. Ja, das sieht doch toll aus, oder? Dann mach den hier, den da und den. Jawohl, das ist cool. Da kann ich hier wirklich schön ein Thumbnail zum heutigen Thema machen. Ich höre doch schon wieder ein Ping von einem Offizier. Aber das ist. So, jetzt geben wir erstmal den Mumpitz hier ab. Dann haben wir da auch wieder mal Daily fertig. Hier sind eine Kürbisse. Finde immer noch schade, dass man nicht wirklich nachher Kürbisse anpflanzen kann. Also. Weil es gibt ja das Rezept, dass man dann nachher diese Kürbisgranaten herstellen kann. Das wäre natürlich dann cool. Okay, also einmal reloaden, dann. Achso, ich wollte noch einmal gucken. Und zwar, ich habe mal den Tipp gekriegt, weil ich immer darüber gehe zum Ernten, dass es hier hinterm Haus auch ein Feld gäbe, wo man sammeln kann. Ah, da hat es welche, aber nicht so viele, gell? Der sieht auch nicht gesund aus. Ah doch, da hat es auch noch welche da. Okay, ein paar kann man hier auf jeden Fall finden. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach wie. Und hier auch noch. Ne, okay. Gut, gut, gut. Wenn ich also mal keinen Bock habe, da drüben zu kämpfen oder so, können wir noch zerlegen, wenn wir hier schon sind. So, was haben wir denn hier? Verkaufen, verkaufen, zerlegen. Ja, das ist die Geschichte, wo man, glaube ich, die Dings dann draus machen kann. Bei Pflanzen kann man es nicht, wüsste ich jetzt nicht. Sichle, totes Tamarin verkaufen. Ja, okay.
Dann würde ich sagen, mal ganz kurz Licht. Oh, Klebeband. Und hier noch irgendwas. Eine Räderbeinmod. Kann ich die jetzt eigentlich auch zerlegen, um sie zu lernen? Nee, doch. Weil die bringt man ja, also die bringt zwei Energieresistenz. Das heißt, wenn ich die jetzt lerne, nee, nix, okay. Okay. Also, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nach Morgentown, genau. Geizig etwas oder geizig nicht? Na komm, machen wir schnell Reise. Können wir die Lampe ausmachen? Und dann geht's wieder in die Uni, aber diesmal müssen wir keinen Strom und so anschalten, wenn ich mich nicht irre. Wir können mal ganz kurz was kochen. Hallo nochmal. Also wir müssten jetzt eigentlich direkt durch können. So, Fleisch. Ne, den will ich nicht beklauen. So, dann gehen wir da rein. Okay. Ich höre sie schon wieder. Hier eigentlich immer rein, weil hier potenziell auch ein Gegner sein kann und der kommt dann eben von hinten. Probe laden und jetzt können wir analysieren, oder? Hope for Future. Automatische Tests durchführen. Und abgeschlossen. Und wir sind Stufe 90 geworden. Was gibt es da Feines für? Tesla-Gewehr, Fusionskampf. Ja, okay. Muss irgendwann mal wieder meine Perk-Karten aufmachen. Das ist blöde Art. So. Dann gehen wir mal zum Verkaufen. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, bevor wir uns hier rausbeamen, was gibt es denn eigentlich heute noch zu tun? Was können wir denn sinnvoll machen? Was haben wir? Nebenquests gibt es. Stelle, ah, das ist hier. Stelle Pfadfindertugenden unter Beweis. Das ist so ein Mordsscheiß, finde ich. Wiederbeleben. Hilfsbereitschaft, Räume, Kitty Corner, Bekämpfung. Verdiene dir Welt-Challenge-Abzeichen der Pfadfinder. Das ist ja, das, der ganze Mumpitz ist Voraussetzung, damit ich in die Lage komme, mir überhaupt einen besseren Rucksack zu besorgen. So, diese Welt-Challenge-Abzeichen, das sind drei Stück. Challenge Welt. So. Und da kann man verschiedene
für das Kaulquappenabzeichen. Bogenschießen. Ja? Schöne Armbrustbolzen her, repariere eine Armbrust, töte Gegner mit einer Armbrust. Das kann man zum Beispiel mal angehen. Dann haben wir Insektenkunde, schieße Kamera Bienenschwarm, das ist okay. Und schieße Bläfliege, das wäre auch noch. Jetzt hätten wir zwei. Töte Radbrust mit der ja, automatische Waffe, Schwarzpulverwaffe und drei. Das wäre sowas. Das hier klingt zwar gut, aber Kriechtierkunde, wo haben wir schon ein bisschen was? Ah ne, das können wir nicht, weil Terminal Heckenstufe 3, Medizin, Heilsalbe, Heilmittel, Antibiotika. Weiß ich nicht, ob wir das überhaupt können. So. Schwimmen, das ist... Belebe einen anderen Spieler, während du im Wasser bist. Das ist so super schwer und selten. Das wäre noch was. Das ist die Sportparcours, Cap Venture und New River und die Sonny Pist. Okay, Säugetierkunde. Nee, da würde ich eher sagen, guck mal, wenn, dann könnte man schauen, dass wir vielleicht hier. Und ich meine zu wissen, wo es eine Armbrust gibt. Und dann könnten wir das hier mal angehen, oder? Die könnten wir uns besorgen. Der Trick an der Sache, den habe ich mit meinem anderen Charakter falsch gemacht. Repariere eine Armbrust. Man kriegt irgendwo das Rezept, um sie herzustellen. Man soll sie dann nicht verbessert herstellen, weil dann braucht man viel länger, bis man sie wieder reparieren kann. Man muss sie dreimal reparieren. Also das heißt, wir besorgen uns das Armbrustrezept und das gibt es... irgendwo. Irgendwo. Bierlodge ist es nicht. Hier. Ich meine hier, da gibt es irgendwo so eine Schießanlage. Besorgen muss man. Entweder findet man dort sogar eine Armbrust oder wir kriegen das Rezept. Eins von beiden. Dann machen wir das doch mal hier. Und wie gesagt, die Challenge, die drei Herausforderungen, das sind eigentlich die schwierigen Sachen. Der Rest geht eigentlich bis auf die Hilfsbereitschaft. Das geht eigentlich nur in großen Events, wo Leute eben auch sterben, wo man hinrennen kann, den einen oder anderen aufhelfen, damit man eben auch entsprechend hier die Dinger abgehakt kriegt. Aber jetzt gucken wir mal zuerst nach der blöden Armbrust. Mit der guckt man, dass man dann, man muss ausreichend Bolzen dabei. Da gibt es auch eine Verbesserung für die Armbrust, dass man ein bisschen mehr Schaden machen, glaube ich, beim... Ach, genau. Wir gucken einfach mal so. Also wir sind jetzt mal hier. Und ich meine, irgendwo hier gibt es ein... Da oben... Irgendwo hier gibt es einen Schießstand und bei dem Schießstand, doch da oben ist er doch schon, oder? Irgendwo findet man hier... Wasserfilter. Ah, bekannt. Ich kann schon eine Armbrust bauen. Das ist gut. Dann baue ich mir nämlich jetzt hier eine Armbrust. Mechanische Waffe, oder? Armbrust. Stufe 45. Eine. Und dann können wir gucken, wir können keine Muni herstellen, Shitgram. Aber wir können die Armbrust hier auf die 7 legen.
Um einen Bolzenhammer. Und nochmal ein A4 Stück. Okay, das war nicht so gut. Ich hoffe, der hat für mich gezählt. So. Sonst muss ich mal ganz kurz zurück nach Hause und mir einfach einen Stapel von den blöden Bolzen machen. Oh. Bolzen. Nicht viele, aber... So, und jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gucken, ob ich sie schon reparieren kann. Man muss ja nur ein paar Mal damit schießen eigentlich. Ach nee, ich war noch im falschen Ding drin. Seht ihr das? Scheiße, ich war noch im falschen Setup. Ich habe tatsächlich jetzt genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Aber dann machen wir das anders. Dann baue ich mal eine andere Armbrust. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich gehe mal ganz kurz nach Hause. Ich nehme euch natürlich mit. Und dann gucken wir mal, wie wir dann weitermachen. So. Was aber auch bedeutet, ich war natürlich auch beim Kampf mit der Brandbestie falsch geskillt. Das ist echt die Lachnummer. Nee, unterwegs. Ah, Scheißendreck. Da muss ich was anderes machen. Ist das Intelligenz? Nee. Das muss man mal kurz gucken. Nein, ich will es nicht. Leichen, Rüstungswaffenschmied, das ist es, oder? Langsamer kaputten, du kannst Schusswaffen stellen. Oh. Nee, das ist es nicht. Doch, das ist es wahrscheinlich. Nehm den mal raus und baue mir jetzt nochmal eine Armbrust und guck mal die an. Ah, da war ich Waffenschmied 2. Okay. Also das Einfachste wäre wahrscheinlich eine Armbrust kaufen. Nein. Intelligenz. Na. Alles weg. So. Ah, das war ein Dreier, war das. Das ist der Reparaturgenie. Den habe ich aber nur zu Hause und das ist der Waffenhandwerker. Das ist der Waffenschmied. Das wundert mich aber. Warum ist dann die... Na gut, das eine ist herstellen, das andere ist reparieren, gell? Aber das ist jetzt auch egal. Ich muss jetzt Munition herstellen. Ich würde mal sagen, ich stelle mal einen ganzen Stall voll von denen her.
Wie viel stellt man her? Armbrustbolzen. Zehn sind 100, 200, 300, keine Ahnung, 400. Ja. Okay, das heißt, ist egal. Ich muss jetzt eh eine Menge erschießen, damit ich dieses Jagdzeichen kriege. Und wir können mal kurz ins Dorf laufen und was verkaufen. Und ich kann mir überlegen. Wir könnten auch nach Dings gehen. Nach Foundation gehen, da weiß ich, dass es eine Modifikation für die Armbrust gibt, was dann sicher kein Fehler wäre. Ich muss 50 Gegner damit killen. Das und ich muss sie dreimal reparieren. Gut, bei 50 Gegnern habe ich die Hoffnung, dass er irgendwann mal kaputt geht, und zwar unter das Limit von der Herstellung, wenn ich sie dann nicht mit meinem unterwegs, mit meinem Zuhause-Buff repariere, dann sollte die eh derart im Arsch sein, also so niedrig sein, dass ich sie da danach dann eh regelmäßig reparieren kann. Also das sollte jetzt nicht das Thema sein. Die Frage ist jetzt, wir können es schnell verkaufen und dann kann ich mal gucken, dass wir diese anderen Aufgaben erledigt bekomme. Dolly Sotz und sowas. Ach, ich habe vergessen. Okay, vergiss es. Waffen. So. Das. Kürbisgranaten kann ich verkaufen. Tesla-Gewehr, Todestamburin. So, dann haben wir eine Rüstung, brauchen wir nicht. Kleidung haben wir nicht. Essen, da haben wir ein bisschen was. Das brauchen wir jetzt auch nicht hergeben. Das ist das. Das können wir alles. Nuka-Cola haben wir genug. Radflamme, komm. Gute Bestien nehmen. Okay, also ich muss jetzt doch nochmal ins Lager zurück, damit ich mein Schrott loswerde. Und danach beame ich mich Dolly Sotz. Das ist doch hier dieses Camp, oder? Ja. Also dann würde ich sagen, ich beame mich dahin. Wir sehen uns dann gleich, sobald ich in Dolly Sotz bin. Bis gleich. So, den da vorne machen wir auf jeden Fall mit dem Standard fertig. Da habe ich keine Lust, ein Risiko einzugehen. Und dann nehmen wir hier wieder unsere Armbrust und gucken, was es da gibt. Also, entwickle, verdiene die Länderung. Tapferkeit, bekämpfe die Ungeziefer in Dolly Sotz. Mal gucken. Ah, da drüben haben wir. Okay, das war nix. Sag mal, wo ist denn da der Dingspunkt? Da ist er. Okay. Also, was willst du? Wenn du keine Lust auf Mückenstiche hast, rate ich dir, auf Duftseifen und Parfums zu verzichten.
Oh, klasse. Noch eine Kaulquappe. Ich war früher Assistent eines berühmten Entomologen. Jetzt bin ich Anführer bei den Pfadfinderpionieren. Du weißt sicher nicht, was ein Entomologe ist. Die letzte Kaulquappe hat immer Etymologe gesagt. Ich habe ihn mit einem Wörterbuch geschlagen. Naja, meine Programmierung hat es nicht zugelassen. Aber ich wollte es. Sehr sogar. Entomologie ist die Insektenkunde, nicht die Wörterkunde. Heute gibt es viel zu viele Insekten. Wann sind sie so groß geworden? Ich habe die Arbeit meines letzten Besitzers fortgesetzt. Wenn du mir ein paar Teile dieser neuen Spezies bringen würdest, könnte ich ein Insektenmittel herstellen. Hier ist eine Liste. Ich habe ein paar Orte markiert, wo du die richtigen Exemplare findest. Aber es gibt sie sicher auch anderswo. Hast du schon meine Insektenproben? Ich brauche die Insektenteile für das... Okay, also mal gucken. Hat er wirklich was markiert? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal wieder hier reingehen. So, das ist wahrscheinlich eine tägliche, oder? Krabbelfiecherjagd, genau. C. Okay, also hier kriegt man was. Hier Blähfliegendrüse. Hier Blutkäferrüssel. Und da unten haben wir Radkakerlakenfleisch. Radkakerlakenfleisch, weiß ich, sollten wir in Abbys Bunker kriegen, weil da sind immer welche. Das heißt, wir können jetzt mal hier ins Hochmoor. Ins Hochmoor. Was soll man da finden? Blutkäferrüssel. Blutkäferrüssel, das sind noch die großen Fliegeviecher. Ja, das Herz des Sumpfes. Oh, will ich da mitmachen? Ah, ist noch keine Teilnehmer. Dann lassen wir es auf jeden Fall. Also, wir gehen jetzt auf Krabbelfiecherjagd. Wir gehen hierher. Komm. So, mal gucken. Da haben wir tatsächlich was. Na, gut, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. Okay. Also, Blutkäferrüssel haben wir. Das ist schon mal abgeschlossen. Okay, der wäre auch down. Also, dann würde ich jetzt zu Abbys Bunker. Ich bin mir ziemlich sicher, das war Abbys Bunker, wo ich hin wollte. Also hin muss, weil ich meine, dass es da Radkakerlaken gibt. Stechflügler. Stechflügler gibt es ab und zu beim...
Zeckenblutsack ärgert mich natürlich, weil das hätte ich vorher wissen sollen. Dann hätte ich da welche gehabt. Blähfliegendrüsen weiß ich auch, wo es die normalerweise gibt. Das ist da bei dem Majorlorg-Teich in der Nähe von meinem Häuschen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Und ich hoffe, dass niemand vor mir die Kakerlaken tot gemacht hat. Einen Schluck Kaffee. Okay, da einmal, zweimal abgeschlossen. Sehr schön. Da war aber noch mal was, oder? Okay, dann hätten wir das. Dann brauche ich Zeckenblutsack, Blähfliegendrüse. Mal gucken. Gucken wir nochmal hier rein. Okay, müsste sich ja ein bisschen was verändert haben. Da kriegen wir die Blähfliegen, würde ich nicht da hinten holen. Das ist, da weiß ich einen besseren Ort. Die Zecken, Zeckenblutsack und Stechflügler. Das klingt doch schon mal. Irgendwo hier mein Dings in der Nähe? Nee. Was hätte man da? Da hätte man das hier in der Nähe. 24. Na komm. Dann machen wir den mal. Okay, also hier oben soll es was geben. Hier oben soll es Stechflügel geben. Na, gucken wir mal. Ich hänge hier irgendwo fest. Na super. Das ist hier kaputt. Waffe wegstecken. Jetzt. Okay, vielleicht soll ich mal einmal ein Red Away nehmen und ein Stimpack. So, das wäre auch abgehakt. Das ging fix. Der Zeckenblutsack war ja hier in der Nähe auf der anderen Seite, also in die Richtung. Okay, das können wir vergessen. Das können wir auch vergessen. Okay. Ja, die Insekten, die sind ganz gut damit zu erlegen oder sowas, aber ich muss mir mal, ich meine, ich habe die Ausputzer auch schon. Ich brauche irgendwelche Kills mit Automatikwaffen. Ich muss nachher noch mal gucken, was das war. Ich höre wen? Ich höre was?
Oh, Zunge. Ich muss ja eh nur, aber jetzt will ich wissen, was ich hier gehört habe. Das ist jetzt merkwürdig, oder? Ich bin mir ganz sicher, dass ich hier ein Ghoul oder was gehört habe. Oder haben wir was? Egal. Ist das da oben irgendwie? Kommt man da irgendwie hoch? Ich weiß es nicht. Also, wir sind immer auf dem richtigen Weg. Da drüben muss es irgendwo die Zecken geben. Ja, das sind noch die einfacheren Aufgaben, das weiß ich noch, aber... Und das Mega-Faultier lasse ich einfach mal. Was hat denn das erlegt? Dings, okay. Ist doch ein Yaogai oder wie der heißt, oder? Nee, ich wollte auf den, da wollte ich hin. Oh, das war schön. Glück haben, haben wir schon alles, was wir brauchen. Das sind einfache Kills, die nehme ich natürlich gerne mit. Hier war ich auch noch nie drinne. Aber gut zu wissen. Also theoretisch komm. Was ist denn los? Immerhin hat ein paar Armbrustbolzen Fusionskampf.
Da kann ich mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Eigentlich soll ich genug haben, aber man weiß es nicht. So, dann können wir hier mal zerlegen. Und dann... Ah, doch, wir können mal... Hat mir nichts gebracht. Granatwerfer kann man zerlegen. So, also, jetzt brauchen wir noch die Blähdinger. Wo haben wir die gehabt? Die Bläf. Ach, das waren die hier oben. Ne, da gehen wir woanders hin. Und zwar, was ich gesagt, probiere mich schnell nach Hause und dann hier oben hin. Dann hole ich euch dazu, wenn ich vor Ort bin, ja? Bis gleich. So, also, ihr seht, ich rechts oben, ich muss nochmal alles machen. Warum? Weil ich, doof wie ich war, die Sachen zerlegt habe. Ich muss natürlich nicht nur sammeln und dann ist das Ding abgehakt, ich muss die ja abgeben. Was bedeutet, dass ich auf jeden Fall nochmal... die Blutkäferrüssel, die Stechflüger und die Zeckenblutdinger besorgen muss. Und das werde ich aber alleine machen. Da musst du nicht nochmal mit. So. Okay, dann sammeln wir das mal ein. Dann wäre ich ja jetzt eigentlich fertig gewesen. Oh ne, doch, erhalte, erhalte. Ne, abgeschlossen. Bringe die Insektenteile. Ne, ha. Also, dann machen wir Folgendes. Ich hole euch dazu, wenn ich den Rest wieder aufgetrieben habe. Und wir sehen uns dann beim Pfadfinderleiter Treadley, oder? Würde mal sagen, so machen wir das. Also, dann bis gleich. So, da wären wir wieder. Und ich bin überrascht, dass hier der Ding schon wieder da ist. Aber wir nehmen ihn mit. Und wir bringen jetzt die Insektenteile. Oh, wow, wow. Ohne sie vorher zu zerlegen. Also. Ich brauche noch, glaube ich, 10 oder 11 Gegner mit der Armbrust. So, das wäre erledigt. Wo ist der Blutkäferrüssel? Oh, da ist er. Du hast tatsächlich alles besorgt. Ich mixe es nur schnell zusammen. Dann kann es losgehen. Wenn du es trinkst, finden dich Insekten abstoßend. Ungefähr so, wie das Mittel schmeckt. Okay, das heißt, zumindest für heute sind wir fertig. Würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Jagd nach der Brandbestien DNS und hier die ersten Teile vom Orden der Kaulquappe. Das werde ich auf jeden Fall so sukzessive mit euch machen, weil ich brauche mehr, ich brauche auf jeden Fall die Tragekapazität für den besseren Rucksack. Sei es drum. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr kennt es, Daumen nach oben, würde mich freuen. Gerne Kommentare schreiben und natürlich auch ein Abo dalassen. Wenn ihr nicht schon Abonnenten seid, wenn, dann vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten wäre es schön, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Fallout 76. Wenn ich Appalachia durchstreife, um irgendwelche, keine Ahnung, Kitty-Corner-Hütten aufzuräumen oder
irgendwelche anderen verrückten Sachen für den Orden der Kaulquappe macht. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf, und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.